Sein Leben war der Krieg. In Libyen war James Foley schon einmal wochenlang verschleppt. Seit knapp 2 Jahren wurde er in Syrien vermisst. Foley war Fotograf und Filmemacher. Er wollte aufklären, fühlte sich der Wahrheit verpflichtet. Weil James Foley Amerikaner ist, musste er jetzt sterben. Die Milizen von der Terrorgruppe Islamischer Staat sprechen von Mord aus Rache. Rache für die US-Unterstützung der Kurden im Nordirak. US-Präsident Obama verurteilt die Tat der Islamisten. Sie hätten keine Wertschätzung für das menschliche Leben. Die USA werden weiterhin alles tun, um ihre Bürger zu schützen. Wir werden wachsam sein und wir werden gnadenlos sein. Wenn irgendwo auf der Welt Amerikaner in Gefahr sind, tun wir, was notwendig ist und werden gemeinsam mit anderen gegen die Terroristen der IS vorgehen. Großbritanniens Premierminister Cameron unterbricht seinen Urlaub für eine Krisensitzung in London. Denn der Mörder von Foley sprach mit britischem Akzent. Seit Jahren warnen die Geheimdienste, dass die Dschihadisten radikalisierte junge Briten anwerben. Auch die deutsche Regierung ist erschüttert. Dieses Video ist ein abstoßendes Dokument und es zeigt, dass diese Terrororganisation außer Grausamkeit und Fanatismus nichts zu bieten hat. Mehrere Ausländer hat die Terrorgruppe Islamischer Staat noch in ihrer Gewalt. James Foleys Eltern appellierten an die Milizen, ihre Gefangenen freizulassen. Sie wären doch für die Politik der USA nicht verantwortlich.